bin ja kein Mecklenburger, aber ich fühle mich als Mecklenburger und bin halt in Rostock groß geworden. Und das ist einfach, das ist mein Verein und das wird auch immer bleiben, egal was passiert. Von der ersten bis zur dritten Liga, das war einfach ein wunderschönes Gefühl, für Rostock aufzulaufen, in dem Stadion zu spielen. Und natürlich auch mit den Fans. Also es war immer noch, oder es ist immer noch, wenn man an das ein oder andere Spiel denkt, Gänsehaut. Und das war halt das Besondere in Rostock. Man hat sehr lange dort gespielt und dann wünscht man sich natürlich und hat auch ein paar Tore für den Verein geschossen und hat sich immer im Dienst des Vereins gestellt und wirklich sich immer reingehauen. Und dann bekommt man so zwischen Tür und Angel gesagt, dass der Vertrag halt nicht verlängert wurde. Und das ist natürlich für einen Spieler, der so lange im Verein ist, der so viel erlebt hat, der so viel miterlebt hat, ist es natürlich extrem traurig gewesen. Und da war ich einfach nur enttäuscht, das kann man so sagen, ja. Alle sind gut ausgebildet, auch gerade hier im Hamburger Raum. Alle haben irgendwelche Jugendmannschaften, egal ob es St. Pauli oder HSV durch oder aus anderen Umkreisen wirklich durchgemacht und sind sehr gut ausgebildet. Und da entscheidet natürlich Nuancen mal der Fehler, viele individuelle Fehler. Also natürlich sind da immer noch Sachen, aber trotzdem ist die Hamburger Oberliga wirklich eine sehr gut ausgebildete Liga und es wird guter Fußball gespielt, das muss man wirklich sagen. Ich kann mich an Philipp Lahm erinnern, David Odonkor, Daniel Haas, Mike Hanke, das waren so meine Piotr Tochowski, den man, glaube ich, hier in Hamburg auch sehr gut kennt. Also das waren solche Leute, mit denen man wirklich, glaube ich, von der U18, glaube ich, habe ich dann meine ersten Spiele gemacht. Und wir haben natürlich mit der U19 einen sehr schönen Erfolg gefeiert. Wir sind Vize-Europameister geworden, haben im Finale dann gegen Spanien verloren, wo ein gewisser Fernando Torres das 1-0 gemacht hat. Wir haben verloren. Also man muss sagen, es waren wirklich sehr schöne Erlebnisse.